Du hast im Intro eben was erzählt über Max for Life. Was kannst du uns dazu erzählen, bitte? Max for Life ist halt ein ganz großes neues Projekt von uns, an dem wir auch schon lange arbeiten, zusammen mit Cycling 74, der Partnerfirma, mit der wir das zusammen machen. Im Grunde genommen kannst du dir unter Max for Life vorstellen, eine objektorientierte Programmierumgebung, mit der du eigene Instrumente, Effekte, Dynamics, Video-Applikationen, all diese Sachen bauen kannst, und die sind perfekt eingebunden in die Live-Oberfläche. Also Man, sehr umfangreich. Sehr umfangreich. Du kannst diese Sachen selbst programmieren. Das ist komplett modular. Also du kannst wirklich bei einem Synthesizer vom kleinsten Oszillator über eine Hüllkurve, über was auch immer, dir wirklich ein komplexes Gerät bauen. Wenn du keine Lust darauf hast, das zu machen, kannst du aber auch fertige Patches nehmen. Da gibt es eine ganze Menge. Die ich einfach abändern kann. Die du einfach ändern kannst, editieren kannst, fernsteuern kannst. Also auch ohne große Programmiererfahrung kannst du sofort loslegen, hab sofort Ergebnisse. Genau. Und du hast halt eine massiv große Library mittlerweile schon, die du benutzen kannst, um quasi das Leistungsspektrum von Live 8 nochmal erheblich zu erweitern. Also das zu beschreiben ist wahrscheinlich uferlos. Vielleicht kannst du uns das bitte auch nochmal kurz wie eben mal am Computer zeigen. Gerne. Okay. Max for Life. Ja, wir haben ja eben schon über den konzeptionellen Rahmen gesprochen. Du kannst halt alles selbst bauen, von Audio über Video, über MIDI, ganz verschiedene Applikationen. Lass uns einfach mal ein bisschen in die Praxis reinschauen, was man damit machen kann. Ich habe ja so ein paar kleine Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel, du könntest als eine Anwendung für unseren kleinen Impulse-Drum-Computer mit 8 Pads, hättest du einen Step-Sequencer. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tom dazu haben will, ziehe ich einfach hier auf der Row, die halt die Tom ansteuert, einfach meinen Step hoch und habe zum Beispiel meine Toms direkt drauf. Das heißt, ich muss nicht per Pad oder MIDI einspielen, sondern kann sofort mit einem Step-Sequencer meine Drums machen. Eine zweite Geschichte ist, also wo ich sehr froh war, dass es in Live mit Max for Life wieder dazugekommen ist. Wir haben die komplette Plugin-Collection mit drin. Das sind Plugins, die sehen eigentlich so aus wie Live-Plugins in der Regel. Es gibt ein paar, die sehen auch anders aus. Aber sehr abgefahrene Sachen und zum Teil aber auch Bread and Butter. Also wirklich von Filtern. Wir haben Synthesizer dabei, MIDI-Effekte dabei. Du kannst sie aber einfach, wie wir das eben im ersten Part schon gesehen haben, per Track and Drop nehmen, einsetzen, sofort benutzen. Die sind aber speziell programmiert hierfür. Genau, die sind wirklich für Live programmiert. Die Verzahnung ist eine extrem enge. Also wir haben wirklich über 2 Jahre zusammen entwickelt, dass das wirklich perfekt integriert läuft. Mhm. Das ist ein extrem mächtiges Werkzeug. Ein Beispiel noch, wo ich auch sehr froh war, da haben sehr, sehr viele User auch nachgefragt in den letzten Jahren, macht doch bitte Step-Sequencer. Wir haben einen 4-fach-Step-Sequencer drin. Vierfach-Step-Sequencer, wenn wir da zum Beispiel die zweite Line mal aktiv schalten. Ich mache vorher mal Solo. Hörst du, hast du zum Beispiel eine hohe Bassline zum Beispiel dazu. Du könntest das auch für Drums benutzen, was auch immer. Wir fliegen da mal nur so ein bisschen feucht drüber, weil 2 Sachen sind mir persönlich wichtiger. Da würde ich gerne ein bisschen drauf fokussieren. Das eine ist der Buffer-Shuffler. Der sieht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, weil man überlegt, was ist das für eine Treppe, die du da siehst. Eigentlich ganz einfach erklärt, der Buffer-Shuffler zerlegt Audiomaterial in Scheiben. Und du kannst mit Buffer-Shuffler diese Scheiben wirklich kreativ total durcheinander würfeln. Im Beispiel Drums, zum Beispiel, du willst neue Drums machen, neue Drum-Abfolgen, die Reihenfolge der Scheiben, die Abspielrichtung. Zwirbel einfach mal kurz dran rum und dann sieht man, was man das da machen kann. Das ist der Original-Sample. Das ist das Original-Sample. Jetzt macht er das im Zufallsprinzip. Genau. Wir können zum Beispiel Zufall einschalten. Wir können freezen. Er geht sofort an dieser Stelle weiter. Also es ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, wenn man halt wirklich Sachen kreativ durcheinander bringen will. Man kann einfach mal zuhören, wenn was gefällt. Nimmst du es einfach neu auf. Super, ja. Genau. Ein Lieblingspatch von mir, da würde ich euch gerne mal oder dir gerne mal kurz im Hintergrund zeigen, wie sowas dann in der Edit-Oberfläche aussieht. Und zwar so. Das ist für den Novation, von Novation ein Step-Sequencer, der für das Launchpad, für die Launchpad-Hardware gemacht worden ist. Ja, super. Kamera hier. Und da kann man zum Beispiel sehen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie dieses Patch gebaut ist. Du hast ganz verschiedene modulare Parts, die miteinander verbunden werden. Du hast zu jedem eigentlich eine Beschreibung, was macht dieser Part. Und aus diesen verschiedenen Parts ist halt das Patch gebaut. So, im Hintergrund bedeutet das natürlich, du könntest das jederzeit, wenn es nicht gelockt ist, verändern, neue Sachen damit machen.
in deine also Richtung verändern. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Genau. Und klingt dazu halt wirklich auch noch gut. Das hören wir uns gerade mal an. Die Idee dahinter ist, dass du im Grunde genommen aus einer Hardware einen analogen Step-Sequencer macht. Normalerweise werden mit dem Launchpad Mischersachen emuliert oder ich kann Clips auslösen. Mhm. In dem Fall gehen wir hin und sagen, press User 2. In dem Moment schaltet er mir hier auf den zweiten User. Okay, und unten läuft das schon. Ne? Genau, du hast eine Lauflichtprogrammierung wie bei alten TR-808, 909. Wir können hier oben auf dem ersten, da hat man auch sofort eine Legende im Patch, sagen, wie ist die Velocity. Oder wir wollen eine neue Tonalität. Ich schalte es mal Solo, dann hören wir es etwas besser. Oder wir wollen das jetzt oktavieren. Dann gehe ich auf den dritten Button, Octave. Oder wir möchten Slides einbauen. Wir wollen Sachen verkürzen. Dann geht man einfach auf den Probability-Parameter. Greift sofort, ja. Genau, und wenn man halt sich das anhört, hat man ganz schnell halt wie auf einer früheren analogen Step-Sequencer-Hardware eine neue Baseline-Programm. Sehr interessant. Unendliche Weiten. Ja. Max for Life, super umfangreich, Möglichkeiten ohne Ende, dank mal. Eine Menge Möglichkeiten, vor allen Dingen wird da noch verdammt viel passieren. Es ist absehbar, viele Leute schreiben ihre eigenen Patches, ihre eigenen Synthes, Applikationen. Wir werden bei uns auf der Website natürlich auch noch eine Menge in der Zukunft realisieren und anbieten. Es gibt aber auch, wie maxforlife.com zum Beispiel, jetzt schon Webseiten, wo du über 300 Patches findest, die du frei runterladen, benutzen kannst. Also da, wer interessiert das, schaut euch das an, probiert es aus. Also ich würde mir auf jeden Fall nachher auch noch mal die Zeit nehmen und da mal ein bisschen drin rumforschen, weil ich denke, man muss das einfach mal erleben, einfach mal probieren, wie sich das da alles kombiniert, multipliziert. Da sind wir auch schon am Ende unseres Tutorials. Dankeschön. Gerne. Und ich freue mich dann aufs nächste Tutorial, verabschiede mich von euch und bis dann. Ciao. Ciao.